Oj, to jak je mnie. Urwie, piorą w listy. God damn, boy! Ist es heiß hier drin oder bist du das? Ja, und damit guten Tag und willkommen zu der täglichen Session, in der wir uns absolut verblödeten Content reinziehen, damit wir uns wieder halbwegs normal fühlen. Ja, labern wir nicht so lang rum und gehen rein. Ach du heilige Scheiße! Zum Glück endet das Video hier. Das ist einfach das perfekte Standbild. Der hat einfach 200er Pump-Hit in die Fresse kassiert. Real Talk, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Der Arme wollte nur eine Runde schlafen. Und jetzt? Okay, wir wissen ja schon, dass die Welt verloren ist. Aber jeden Tag wird es mir immer ein Stück bewusster, was eigentlich hier abgeht. Schon wieder schwanger? Die ist doch gerade mal 14 oder so. Was heißt schon wieder? Schon wieder schwanger? Willst du mich verarschen? Ey, wenn er nicht aufpassen kann und immer in mich... Dicker, selber schuld. Scheiß Kack. Mein Gott, die können nicht aufpassen. Yo, chill mal. Was geht jetzt ab? Wie selber schuld? Hast du keine Schuld daran, wenn du plötzlich schwanger wirst? Ist seine Schuld, ne? Nicht deine. Dicker, selber schuld. Scheiß Kack. Mein Gott, die können nicht aufpassen. Wie die Jungs auch direkt Lachfleisch schieben. Wenn ich sowas sehe, dann überlege ich mir wirklich nochmal, ob ich später Kinder bekomme. Stell dir vor, das landet in so einem Freundeskreis. Die ist 14, 15 oder so und ist wieder schwanger. Na, Bro, das ist crazy. Das ist wirklich crazy und gottlos. Gott bewahre, dass meine Kinder auf dem richtigen Weg landen. Und ich hoffe, ihr auch. Bleibt immer focused, okay? Ich weiß, es gibt viele junge Leute, die hier die Videos schauen, deswegen passt immer auf euch auf. Weil wenn ihr es nicht tut, ihr landet am Ende noch neben ihr auf diesem Sitz. Dieser Mann hier hat ein Fahrrad, bei dem die Bremsen kaputt sind. Und natürlich, so smart wie er ist, hat er eine Lösung dafür gefunden. Sehr stark. Work smart, not hard. Spaß beiseite. Was hat er da versucht? Ich dachte am Anfang, okay, er hat Ahnung, er weiß, was er tut. Aber er hat überhaupt keinen Plan. Der Albert Einstein der Neuzeit. Ich wusste doch, er wurde wiedergeboren. Wenn ihr dachtet, eure Mom ist cool, nichts kommt an die von ihm hier ran. I'm with the coolest mom I've ever... Oh! Oh! Oh my God! Holy sh**, hat sie wirklich einen Zeitflip gemacht? Das war genial. Das war ein 10 von 10 Sprung. 10 von 10 Entertainment. I'm with the coolest mom I've ever... Oh! Holy moly, holy sheesh, Digga. Das sieht so stumpf aus, wie sie da runterspringt. Einfach straight up nach unten. Sie interessiert gar nichts. Krasseste Mutter des Tages. Real Talk. Holt alle bitte das Blatt von letzter Stunde raus. Was ich damit nach der letzten Stunde gemacht habe... Ich schwöre, ja, genau so. Und dann hat man immer gesagt, hä, was? Ich habe kein Blatt bekommen. Nee, 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 das haben sie mir nicht gegeben. Jeder hat eins bekommen, aber sie haben mich da, glaube ich, ausgelassen. Klappt immer diese Ausrede. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr euch sowas zu essen gemacht habt und das schon so dieses andere heiß ist? Euer Kopf, euer Gehirn sagt euch eigentlich schon so, yo, chill mal, warte lieber noch ein paar Minuten, bevor du das isst. Aber ihr seid so gierig und hungrig und denkt euch einfach, yep, rein damit. Bro, what is that? Is that spaghetti? Alles gut? Yo, yo, yo. Ich glaube, das war ein bisschen zu warm noch. So ganz klein bisschen. Er musste aber auch den ganzen Teller gefühlt in seinen Mund packen. Der Arme. Das arme Essen vor allem. Das sah so lecker aus. Er hat jetzt diese Verbrennungen im 100. Grad. Und was für ein Landsmann bist du? Wer ich? Achso. Landmann bin ich nicht. Ich bin eher Stadtmann. Ey, Bro, ich kann das alles nicht mehr. Yo, Holmes, was ist eigentlich deine Nationalität? Wo kommst du her? Landmann bin ich nicht, ich bin eher Stadtmann. Oder er ist einfach Stadtmann. Wer kennt es nicht? Stadtmann. McDonald's Drive-Thru Bus. 80.000 Watts. Was
Was zum Teufel ist da gerade passiert? Wie die Pommes rumgeflattert sind, ist so gut. Bruder, der Typ da hinten hatte auch den besten Tag in seinem Leben in diesem Job, wie er abgeht. Für ihn war das hier der beste Tag in seinem Job. Und ich habe hier einen Kandidaten, für den war es der letzte Tag in seinem Job. Oh nein, Jungs, bitte. Ich sehe doch jetzt schon, dass das Ding nicht reinpasst. Wieso versucht ihr es überhaupt? Wieso? Wieso habt ihr es versucht? Die wollten die Treppen skippen und das ist dabei rumgekommen. Klasse. Job erledigt, Mann. Also erst müsst ihr noch sauber machen und dann ist euer Job erledigt. Für immer. Boah, also wenn Glas zerbricht, ist das wirklich einer der komischsten und ekelhaftesten Gefühle. Ich schieb auch immer Panik bei mir zu Hause. Alleine schon das zersplitternde Geräusch ist ekelhaft für die Ohren. Da weiß man direkt, dass man absolut am Arsch ist. Genau wie der hier. Oh nein, ich kenne den Clip. Alter, der Pain steht wirklich in sein Gesicht geschrieben. Kein Bock mehr auf alles. Ich würde mir verarscht vorkommen von meinem Leben. Dieses Bild ist so traurig, wie er da hockt vor seinem Glastisch. Also zumindest vor dem, was da noch übrig ist. Ja, super, die nächste, die Glas zerstört. What the f***? Hat die da wirklich die Gurke durch die Wohnung geschleudert? In die schöne Glasvitrine der Eltern. Oh oh, das gibt Ärger. Das gibt Hausarrest. Das ist auch wieder der Moment, wo sie weiß. Oh f***, das Glas ist im falschen Moment zerbrochen. That's natural light. That's Allison. Hi, Allie. Hi. She looks super stressed. That's big. Excuse me. Okay, okay, hier wieder zwei engagierte Arbeiter. Sie entscheiden sich diesmal wenigstens richtig. Nicht für den Fahrstuhl, sondern nehmt einfach die Treppe. Ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber da kann wenigstens nichts schief gehen. Ach du heilige Scheiße. Gut, ich nehme das zurück. Die Jungs haben auch mal wieder komplett reingeschissen, wie goofy das Ding da durchgerollt ist. Dass es davon auch noch mehrere Winkel gibt, die es aufgenommen haben, macht das Ganze noch 10-mal besser. Ja, das war's halt auch wieder mit dem Job. Egal, ab morgen dann halt arbeitslos. Was muss der sich hier draußen eigentlich gedacht haben? Der war da schön draußen, kurz Pause, schön mal ein bisschen chillen, vielleicht eine Kippe, eine Ziese und dann kommt dieses Ding durch die Tür. Okay, falls ihr mal so richtig cool aussehen wollt, dann macht einfach das. Ihr braucht dafür nur eine Sturmmaske und ein Handy. Ja, es hat stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. Was ging denn bitte am Ende ab? Die Idee war eigentlich ganz gut, aber das Ergebnis ist absolut scheiße. Boah, richtig cool, man. Sieht das geil aus. Yeah. Falls mich jemand fragt, wie mein Leben gerade so läuft, ungefähr so. No, I can't, no. It's just sh**. Look at my back. No. No. No.
Ja, das war's. Vergiss es, Mann. Bleib liegen. Lass gut sein. Dreh um. Geh nach Hause. Mach irgendwas anderes und schmeiß die Klamotten am besten weg. Der Arme hat einfach reingekackt, nach reingekackt, nach reingekackt. Dieses Video hier ist der Beweis dafür, dass laut einfach gleich lustig ist. Get the f*** away from me. I hate you. Stop playing the f***ing song. I hate you so much. I'm literally typing in your eye. Okay. Don't fucking play it. Holy sh**, was hat er mit dir angestellt? Die wurde in Trance geschickt von ihm. Die hat Psychose bekommen. TikTok. Hey. Hey, that's so funny. Oh my god. Geiles Mikrofon, Bro. Damit hätte man eigentlich damals im Online-Unterricht erscheinen müssen. Die Lehrerin wäre, glaube ich, genauso auseinandergenommen worden wie sie hier. Oh mein Gott, ihre Seele hat kurz ihren Körper verlassen. Dieser Blick ist wirklich Schockstarre. Jungs, ich habe mir ein Mini-Croissant geholt. Guck mal, wie das aussieht. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. Mhm. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier gerade abging. Aber was ich weiß ist, dass das Video jetzt vorbei ist und ihr alle auf den Like- und Abonnieren-Button klickt. Oder? Oder? Ich hab doch recht, oder? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Kakao.